So, es ist kurz nach 10. Ich würde sagen, wir fangen an. Guten Tag, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema On-Bill-Finanzierung von energetischen Sanierungsmaßnahmen im Gebäudesektor, innovative Geschäftsmodelle für Energieversorger und Finanzinstitutionen. Mein Name ist Sophia Stock, ich bin tätig für die Firma Adelphi in Berlin. Und bevor wir mit dem Programm starten und auch einen Blick auf die heutige Agenda werfen, würde ich ganz gerne noch kurz auf die Zoom-Etikette für das heutige Webinar hinweisen. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mikrofon ausgeschaltet ist, während Sie nicht reden. Wir möchten uns aber natürlich gerne mit Ihnen austauschen. Deshalb nutzen Sie bitte die Handheben-Funktion, wenn Sie eine Wortmeldung haben. Es wird auch am Ende der verschiedenen Blöcke Möglichkeit geben, zum Austausch und Fragen zu stellen. Ansonsten steht Ihnen jederzeit der Chat offen. Wir laden Sie ein, den gerne aktiv zu nutzen. Hier können Sie jederzeit Fragen stellen, beziehungsweise mit uns oder auch den anderen Teilnehmerinnen in Kontakt treten. Das bietet sich sowohl für inhaltliche als auch für technische Fragen an. Wir beschäftigen uns in der nächsten Stunde mit On-Bill-Programmen. Und kurz zum Einstieg, zur Erläuterung, warum ist das aus unserer Sicht ein spannendes Thema? Die EU-Kommission hat im Oktober 2020 ihre Strategie für eine sogenannte Renovierungswelle vorgestellt. Ziele darin sind unter anderem, dass die jährliche Renovierungsrate bis 2030 verdoppelt werden soll. Dafür müssten ungefähr 35 Millionen Gebäude in der EU renoviert werden. Und auch in Deutschland verbirgt sich in der Sanierung von Wohngebäuden ein großes Potenzial zur Erreichung der Klimaschutzziele. Aber bisher wird die energetische Sanierung in Deutschland noch nicht in dem Maß vorangetrieben, wie es nötig wäre, vor allem nicht im Bestand von Wohngebäuden. Warum ist das so? Energetische Gebäudesanierung ist für viele private Immobilienbesitzer und Haushalte ein eher schwieriges Thema, assoziiert zum Beispiel mit hohen Investitionskosten und der Frage nach den besten Möglichkeiten zur Finanzierung, aber auch assoziiert mit einem relativ hohen Level an technischer Komplexität, das heißt der Frage, welche Maßnahme ist die richtige, welche macht am meisten Sinn zum jetzigen Zeitpunkt, mit welchen Partnern, mit welchen Handwerkern, mit welchen Unternehmen setzt man das am besten um. Die Frage, wie kann man das attraktiver gestalten, dass die energetische Sanierung von Wohngebäuden ein attraktiveres Thema wird. Und hier können sogenannte On-Bill-Programme ein Lösungsansatz sein. Wir haben auf der Folie mal so eine Art Minimaldefinition formuliert, nämlich On-Bill-Programme für die energetische Sanierung von Wohngebäuden werden in der Regel von Energieversorgungsunternehmen angeboten. Wir werden die Abkürzung EVU hierfür benutzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für alle. Und On-Bill-Programme nutzen die Energierechnung der EVU als Rückzahlungsvehikel für Investitionen in Sanierungsmaßnahmen. Wir gehen da natürlich noch mehr im Detail ein zum späteren Zeitpunkt im Webinar. Jetzt vielleicht nur ganz kurz, warum diese sogenannten On-Bill-Programme ein guter Ansatz sein können. Erstens, sie bieten sogenannte One-Stop-Shop-Lösungen für ihre Kunden an. Zweitens, sie werden von EVU angeboten, die relativ nah am Kunden dran sind und an deren tatsächlichem Energieverbrauch. Und EVU können als Unternehmen das Problem der Anfangsinvestition für die Sanierungsmaßnahme eventuell leichter lösen als der einzelne Privathaushalt. Zusätzlich spielen in diesem Programm oft Finanzinstitutionen eine wichtige Rolle. Sie können zur Skalierbarkeit der Programme beitragen. In Europa sind On-Bill-Programme bisher aber kaum verbreitet. Und hier setzt auch das Projekt an, um das es heute unter anderem geht. Das Projekt heißt Renon-Bill. Wir setzen das bei Adelphi derzeit gemeinsam mit Partnern aus 4 weiteren europäischen Ländern um. Es ist ein Forschungsprojekt, das von der Europäischen Kommission beauftragt wurde und im Rahmen von Horizon 2020 finanziert wird. Das Projekt läuft noch bis Frühjahr 2020. Das heißt, wir haben jetzt knapp 2 Jahre Projektlaufzeit hinter uns. Ziel des Projektes ganz grob ist es, herauszufinden, wie die Einführung von On-Bill-Modellen auf dem europäischen Markt unterstützt werden kann. Und gemeinsam mit Partner EVU, die wir im Konsortium haben, und Stakeholdern aus den 4 Projektländern mögliche Geschäftsmodelle für On-Bill-Programme zu entwickeln. Hier ein Blick auf die Agenda für heute. Was haben wir vor, worüber wollen wir sprechen? Kurz eine Einführung zu bestehenden On-Bill-Programmen. Dann werfen wir einen Blick auf die Ren-On-Bill-Partner und die Rolle der Energieversorger im Konsortium und auch generell für das Thema On-Bill-Programme und energetische Gebäudesanierung.
Schließlich gibt es einen Überblick zu möglichen On-Bill-Geschäftsmodellen. Dann stellen wir einige davon im Detail vor. Und schließlich noch ein kurzer Abschluss und auch die Gelegenheit zur Diskussion. Neben mir werden Sie heute meine Kollegin Frau Svenja Hector auch von Adelphi hören, sowie den Projektkoordinator Paulo Sonvilla und Maria Luisa Serrano. Sie vertritt Fenia Energia, ein Energieversorger, der ebenfalls im Renon-Bill-Konsortium aktiv ist. Und bevor wir genauer auf die Funktionsweise von On-Bill-Programmen eingehen, möchte ich gerne zwei Beispiele bestehender Programme vorstellen. Dafür richten wir den Blick nach Nordamerika, wo On-Bill-Programme schon seit längerem die energetische Gebäudesanierung vorantreiben. Allein in den USA zum Beispiel bieten mehr als 100 Versorgungsunternehmen verschiedene On-Bill-Programme an. Das erste Beispiel hierfür ist das Programm Epic Homes. Es ist ein Programm der städtischen Energieversorger in Fort Collins im Bundesstaat Colorado. Die Finanzierung dieses Programms erfolgt über einen Darlehensvertrag zwischen der Bank, einer Bank und der Stadt Fort Collins. Deshalb, weil hier diese Bank die Finanzierung übernimmt, spricht man von so einem sogenannten On-Bill-Repayment-Modell. Das werden wir später noch näher erläutern. Im Rahmen von Epic Homes können Kunden der Stadtwerke unter anderem folgende Maßnahmen finanzieren. Isolierung, Fenster, Photovoltaikmaßnahmen, Austausch von Öfen, Klimatisierung etc. Die Konditionen dafür gelten, sind die folgenden. Es können Investitionen zwischen 1.000 und 25.000 US-Dollar finanziert werden. Das Programm deckt bis zu 100% der Projektkosten und hat variable Rückzahlungsräume von bis zu 15 Jahren. Das Programm ist seit 15 Jahren aktiv und schaltet unter anderem ein umfassendes Marketing im Internet, wo man sich relativ gut über das Programm, die Funktionsweisen, die Vorzüge etc. informieren kann. Es gibt ein YouTube-Video, es gibt eine Infobroschüre, alles relativ zugänglich auch sozusagen für den Privathaushalt. Das zweite Beispiel, was ich gerne kurz vorstellen würde, kommt aus der kanadischen Provinz Manitoba. Hier bietet der Energieversorger Manitoba Hydro das Programm Pay As You Save an. Manitoba Hydro ist ein EVU im Besitz der Provinz Manitoba und versorgt ca. 800.000 Kunden in der Region mit Strom und Erdgas. Die Finanzierung hier in diesem Beispiel erfolgt über einen Kredit der Regierung ans Unternehmen. Das heißt, es werden öffentliche Gelder verwendet und man spricht in diesem Fall von einem sogenannten On-Bill-Financing-Modell. Auch darauf gehen wir später noch ein. Auch hier können verschiedene Maßnahmen finanziert werden, zum Beispiel Isolierung, Raumheizungsanlagen, Warmwasserbereitung. Und bei den Konditionen sind vor allen Dingen zwei Punkte interessant. Erstens, das Programm ermöglicht die Übertragbarkeit der Zahlungsverpflichtung auf den nächsten Hauseigentümer. Das heißt, wenn ein Hauseigentümer sein Haus verkauft oder ein Mieter wechselt und die Sanierungsmaßnahme noch nicht komplett abgezahlt ist, kann die Rückzahlungsverpflichtung an den nächsten Eigentümer oder an den nächsten Mieter übertragen werden. Man nennt dieses Modell Tariff on Bill, auch dafür, darauf gehen wir später noch im Detail ein. Die zweite Kondition, die hier interessant ist in dem Zusammenhang, ist, dass es in dem Programm vorgeschrieben ist, dass sich für den Endkunden die Rechnungsbeträge nicht erhöhen. Das ist die sogenannte Golden Rule bei On-Bill-Programmen. Das heißt, es wird immer nur so viel zurückbezahlt, wie über die Energieeinsparmaßnahme eingespart werden konnte. Und auch dieses Programm, also es läuft nicht mehr, aber es lief für 18 Jahre, war relativ erfolgreich. Circa 5.000 Teilnehmerinnen pro Jahr, durchschnittliche Investitionen von 6.000 Dollar und sehr geringe Kreditausfallraten. Nachdem wir gesehen haben, dass On-Bill-Programme existieren und am Markt funktionieren, noch mal eine Folie zum Thema, welche Vorteile können Sie für EVU und Finanzinstitutionen explizit haben, diese On-Bill-Programme? Für Energieversorger können sie ein neues Produkt- oder Serviceangebot sein, das zur Kundengewinnung beiträgt oder auch zur Stärkung der Kundenbindung, außerdem zur Abgrenzung gegenüber den Wettbewerbern. Energieversorger können je nach nationaler Rechtslage gegebenenfalls über On-Bill-Programme ihre Energieeffizienzverpflichtungen erfüllen und weshalb sie sich als Anbieter für On-Bill-Programme anbieten, ist, dass sie Einsicht haben in die Rückzahlungshistorie ihrer Kunden. Das heißt, sie haben schon eine bestehende Geschäftsbeziehung zu den Kunden
und darüber ein ganz gutes Gefühl, wie eventuell eine Vertiefung dieser Geschäftsbeziehung mit dem Kunden aussehen könnte. Für Finanzinstitutionen auf der anderen Seite bieten On-Bill-Programme den Zugang zu neuen Märkten und Kunden und ebenfalls die Differenzierung von Wettbewerbern. Außerdem kann über die Beteiligung an einem On-Bill-Programm der grüne Anteil im Portfolio gesteigert werden. Und durch die Kooperation mit dem Energieversorger steht potenziell im Raum, dass ein vermindertes Kreditrisiko auftritt, da der Energieversorger den Kreditnehmer, in diesem Fall den Endkunden, schon sozusagen eine Vorselektion treffen kann. Auch hier wieder Stichwort Rückzahlungshistorie des Kunden, was ich gerade schon erwähnt hatte. Außerdem ermöglicht die Kooperation mit dem EVU der Finanzinstitution verringerte Transaktionskosten, weil zum Beispiel technisches Wissen für energetische Sanierungsmaßnahmen nicht unbedingt bei der Bank selbst aufgebaut werden müssen, sondern dieses Wissen kann sozusagen über das EVU abgerufen werden. Das war der erste kurze Block zum Einstieg. Bevor es die Gelegenheit, Fragen zu stellen und bevor wir dann auch weiter ins Detail auf diese Dinge eingehen, würde ich gerne eine ganz kurze Umfrage starten. Sie sehen hier zwei Fragen, die ich jetzt gleich starte. Die sollten Sie dann auf Ihrem Bildschirm sehen. Ich würde Sie bitten, einfach kurz eine Antwort einzuklicken. Dauert nur eine Minute. Okay, Zoom meldet eine Fehlermeldung. Ich probiere es nochmal, ansonsten machen wir direkt weiter. Funktioniert heute leider nicht. Zoom lässt uns im Stich. Insofern überspringen wir diese Folie und kommen direkt zur Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen. Haben Sie Fragen zu diesem ersten kurzen Block? Es ging jetzt nur um grundlegende Verständnisfragen zum Konzept. Ansonsten haben wir später noch Raum für detaillierte Diskussionen. Eine Frage im Chat. Mir ist noch nicht klar, was On-Bill genau bedeutet. On-Bill, der Begriff kommt daher, dass die Rückzahlung für die Sanierungsmaßnahme über die Energierechnung und damit auf Englisch On-Bill erfolgt. Das ist sozusagen das Kernkonzept dieser On-Bill-Programme, die in den USA so funktionieren. Der Energieversorger übernimmt die Investitionskosten und erhält die Rückzahlung vom Kunden über die Energierechnung, deshalb On-Bill. Zweite Frage im Chat. Wurde der rechtliche Rahmen in der EU schon geprüft? Sehr gute Frage. Das ist ein Prozess, der gerade stattfindet. Also On-Bill-Programme gibt es in der Form in Europa ja noch nicht. Aber es gibt in verschiedenen Projekten, Initiativen etc. Prozesse, in denen geprüft wird, unter welchen Bedingungen das in der EU umsetzbar ist. Und noch eine Frage zum Thema, nämlich wie erfolgreich waren die US-amerikanischen Modelle? Man kann sagen, dass On-Bill-Programme in den USA tatsächlich ziemlich erfolgreich sind und auch in Kanada, also generell im nordamerikanischen Raum. Ich habe jetzt hier heute keine Zahlen dabei mitgebracht, sondern nur die zwei Beispiele. Aber seit, glaube ich, knapp 30 Jahren schon werden diese Programme in den USA und in Kanada eingesetzt und treiben dort die energetische Sanierung von Gebäuden voran. Svenja, magst du noch was ergänzen? Ich habe gesehen, du hast dich eingeschaltet. Ja, es gab noch eine Frage im Chat zum Thema Unterschied zu Contracting-Modellen. Tatsächlich eine Frage, mit der wir uns auch schon beschäftigt haben, weil die natürlich schon auch häufiger aufkam. Contracting-Modelle in meinem Verständnis implizieren einfach die Beteiligung von einer Form von Garantie für die geschätzten Einsparungen. Das ist im On-Bill-Modell nicht unbedingt der Fall. Also es geht hier durchaus. Ich denke, man könnte ein Contracting-Modell mit einer Garantie, einer Performance-Garantie auf die Einsparungen durchaus kombinieren, aber da ergibt sich natürlich das Problem, dass im Gebäudesektor für private Haushalte jetzt Contracting-Modelle mit einer Garantie nicht unbedingt interessant sind für Garantieanbieter. Also Garantie, um das nochmal klarzustellen, eine Garantie auf die Einsparung ist kein definierender Bestandteil des On-Bill-Modells. Der definierende Bestandteil, wie die Sophia schon gesagt hat, ist die Rückzahlung über die Energierechnung. Und wenn nicht genügend gespart wird, muss eben länger zurückgezahlt werden, beziehungsweise kann im Zweifelsfall dann eben auch einfach diese Golden Rule, dass man nur so viel zurückzahlt, wie man eingespart hat, nicht eingehalten werden. Vielen Dank, Svenja, für die Ergänzung. Vielen Dank für Ihre Fragen.
Ich würde jetzt weitermachen und es gibt dann zum späteren Zeitpunkt nochmal die Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Rolle der EVU im Projekt Ran on Bill und auch generell nochmal ein Fokus auf die Rolle der EVU für On-Bill-Programme. Wir haben im Projekt drei EVU als Konsortialpartner dabei, und zwar aus Italien, Spanien und Litauen. In Italien ist das Blue Energy, ein Versorgungsunternehmen und Anbieter von Strom und Gas in Norditalien. Die sehen den Mehrwert von On-Bill-Programmen für sich und auch generell für ihre Sparte primär in der Strategie zur Kundengewinnung und Kundenbindung. Wir haben als zweites Unternehmen Fenia Energía aus Spanien dabei, ein Stromversorger. Und als drittes Unternehmen Kauno Energija aus Litauen, ist ein städtischer Fernwärmeversorger in Kaunas. Und für die Kollegen aus Kaunas steht im Vordergrund, dass es im Land einen sehr, sehr großen Bedarf an Sanierungen gibt. Und um noch besser zu verstehen, welchen Mehrwert EVU im Zusammenhang mit energetischen Gebäudesanierungen in EU und auch im Projekt spielen, haben wir heute die Projektpartner Paolo Sonvia und Maria Luisa Serrano dabei. Die würde ich gleich gerne dazuschalten, um kurz ihre Expertise abzufragen und kurz ihre Meinung einzuholen. Wir wechseln dafür kurz ins Englische. Ich hoffe, das ist für Sie alle in Ordnung. Wir werden jetzt 5 bis 10 Minuten auf Englisch sprechen. Danach geht es auf Deutsch weiter. Ich habe die Fragen auf die Folien gepackt. Das heißt, Sie sehen, worüber wir gleich sprechen, auch nochmal auf Deutsch. Zuerst werde ich gleich kurz mit Paolo Sonvia sprechen von Creara. Er koordiniert das Ran-on-Bill-Projekt. Und ich werde ihn fragen, wie können EVU einen zusätzlichen Beitrag zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden in der EU leisten und auch welches Ziel und welchen Anspruch das Ran-on-Bill-Projekt und welche verfolgt und welche Rolle dabei die Partner EVU spielen. Paolo, can you hear me? I think you're still on mute. Yes, sorry. Hi, Paolo. Welcome. Thanks for taking the time. Thanks for being here today with us to share some of your insights. You held a similar webinar in Spain last week, so you know basically what we are talking about here today. I just gave a brief introduction to On-Bill schemes and highlighted the role of utilities in this regard. And could you maybe explain in a bit more detail to the audience how utilities can promote the energy renovation of residential buildings in the EU? Yes. Thank you. Yeah, indeed. I think many utilities in different markets are already active in this sense because they offer to their clients energy efficiency solutions, which are limited to appliances in general, such as boilers, heat pumps, PV panels, EV charging points. In different markets, we have seen this trend of offering these appliances and offering these appliances to be repaid either in full or also in installments through the utility bill. So different kinds of arrangements. But we believe in the project consortium that utilities can play a further role of innovative actors by proposing more structured and more complex, if you like, products and services, and acting as a one-stop shop for energy renovation of buildings in a way that the homeowner can have faith in the utility and that can arrange the renovation, offering a package of appliances and different kind of energy efficiency measures that also include building envelope insulation that can provide a lasting effect on the energy saving of the house. And of course, we are looking at the regulatory framework. There was a question about that, as far as I could understand that. In each of the countries, we are looking at the regulatory frameworks in terms of energy renovation, in terms of financial rules for utilities to provide credit to the final users. And these offers should be adapted to this framework, but also to the climatic conditions, to the available support measures that can represent a way to reduce the overall investment, both for the utility and the final user, and to reduce the payback period. And of course, you have to look at the general national market trends. So there isn't a single solution, but we are trying to look at a portfolio of measures and solutions that can be unpicked by the utilities in different markets in order to build their own offer.
And utilities, I think, have a lot of strengths that can leverage upon. They have a customer base they can offer the products to. They have visibility in the market. They are, in some cases, also knowledgeable about energy saving measures. And as you said, I think in one of the previous slides, their motivation is to increase the customer loyalty, to diversify revenues, and improve their sustainability image. And of course, in case of an electricity retailers, they also give an impulse towards the electrification of demand, for instance, by promoting the use of heat pumps that goes within their own strategy. And I think last but not least, in our philosophy, utilities should explore possible cooperation with financial institutions such as banks, but also private and public funds, in order to share risks, share profits, and benefit from the other partners' experience in financial, commercial, or technical aspects. Thanks a lot, Paolo, for sharing these insights. Taking a bit of closer look to the project that we're currently working on, could you maybe briefly explain what is the goal and ambition of the Renonville project specifically? And very interestingly, which role do the partner utilities play in this regard in the project's ambition? Yeah, I think our goal is to provide background information and a practical methodology for utilities and other market participants which are interested to enter in the on-bill services market. We would like to provide a basis to understand both the regulatory framework, the national market, and also the utility's own operational and strategic constraints, and also on a set of different kinds of business models that can be chosen, and adapted to the purpose of utility. And of course, we would like to provide a push towards deeper innovation measures rather than single measures, the so-called low-hanging fruits. We believe that by combining different measures, it is possible to achieve an efficient renovation package that can provide long-lasting energy-saving effects for the buildings. And of course, as you said, we have three utilities in the consortium, which are very important to us because they provide us as the validation ground for challenging and improving our ideas. They can provide us their point of view on their operation, on the markets they work upon, on their customer basis, their operating and financial capacities, and they serve as a testing case for the methodology and the business models we are identifying. In fact, these utilities, as Maria Luisa will explain now in a while, are seriously considering these on-bill services, and we are working with them in defining a pilot offer that can be launched at the end of the project to be finally tested in the market. Thanks a lot, Paolo, for sharing these insights on how the project works in terms of involving the utilities. Wie bereits angekündigt, würde ich jetzt gerne noch mit Maria Luisa Serrano sprechen. Sie vertritt Fenja Energia, eins der Partner-EVU im Projekt, und ich werde sie fragen, warum sie sich im Projekt engagieren, welche Erfahrungen sie mit On-Bill-Programmen vielleicht schon haben und welche Vorteile sie gegebenenfalls darin sehen und auch, wie sich das Unternehmen zukünftig in Bezug auf On-Bill-Programme positionieren will. Welcome to the webinar, Maria Luisa. Can you hear me? Yes, perfectly. Can you hear me? Yes, I can hear you fine. Thanks for taking the time. Thanks for being here with us today. First question I'd like to ask you is, why did Fenja Energia decide to participate in the Renonville project in the first place? Well, thank you for inviting me, Sofia, too. Well, the reason for your question is that
Well, I mean, it's no secret the constant changes that are happening in the energy sector nowadays. So we want to be an active part in this change and to collaborate as much as we can. So we believe that the European Union is doing a great effort to push this change with all the 8 mechanisms they're offering through innovation programs, well, such as programs as Horizon 2020 that you already mentioned, I think, in German, in which Renonville project is in. So we believe that not only renewable energy projects are important because, well, it feels like it's a very, very hot topic nowadays, but also other projects regarding energy efficiency measures are very, very important because it is a topic that is in our day-to-day life. So it's actually gaining a lot of importance. In Spain, for example, the government offered 300 million euros grants for the renovation of energy buildings under a program that it's just for that. And that was in August. So recently we just found that they are increasing the grants in 62 million euros for the communities that have run out of this grant. What else? Well, we believe that the European projects such as Renonville are a very important step to push the change, as I was saying. So for us, it's a great opportunity to enroll in measures that we wouldn't be taking maybe if it wasn't for these projects, maybe because we don't have the means to do so or we don't have the knowledge. So with all the partners involved in this project, we will gain this knowledge and we will also create a very important network of contacts that it's not only important in the project scope, but also outside of it. So, well, basically we see this projects as opportunities we cannot miss. Thanks, Maria Luisa. That sounds good. Now, taking a bit of a closer look to on-bus schemes, which specific advantages do you see in the application or development of on-bus offers for utilities such as Fenja Energia? Well, I think there are two approaches to these questions. So on the one hand, we want our clients to be happy. So clients will most likely enroll in energy renovation measures if they do not have to do a big initial investment. I think you will explain this afterwards when you talk about the on-bill schemes, but with these schemes, users won't have to do initial investments. So the costs will be seen in their electricity bills. So this is a way to motivate them to undertake these measures. And for us, for utilities, well, apart from being able to offer these measures to our clients and giving them more options, well, it's allocates us in a very good position regarding our other competitors. It increases value. It increases value to our value chain. And well, it also gives us a better sustainability image in the market. Thanks. So I understand you're already offering some kind of on-bill programs. I understand you did so before the project already. Could you maybe briefly explain how this works, what kind of measures you're financing, for instance? Yes. So right now we do offer on-bill measures, but we only offer small ones, OBRs, like the OBF OBF models, in which we don't have a financial institution involved, so we are the ones that put actually the necessary investments. So well, this has its benefit, but it also has drawbacks. So the benefits are that the process is very simple because we have a direct contact with the clients and the process is very agile. But of course, it limits the kind of measures we can undertake. So it's limited to small projects and it's not very scalable. And currently, the measures we offer are regarding electricity mostly, maybe the change of lightnings to LEDs or the installations of sensors to reduce the consumption. We're also very enrolled in the installation of solar panels for self-consumption. Oh, sorry, I can't hear you. I don't know if... Oh. Yes, no. Okay. Thanks a lot, Maria Luisa, for describing how you're currently engaging in the field of energy renovation.
And now, last but not least, let's take a brief look into the future. How does Fenja Energia intend to develop their on-bill offers over the next years? Can you maybe give some insights here? Yes, so our main aim with the Rent on Bill project and this kind of projects is to be able to explore new possibilities, as I was saying before. So we see the Rent on Bill project as a very good chance to start enrolling in OBR models. Let's say involving financial institutions, so we can cover bigger projects and reduce our financial risk. So maybe with these new measures, we could be offering comprehensive renovations. We might be including the collaboration of energy service companies, because as I was saying, we are specialized in electricity measures, but not in thermal ones. And basically that's it, opening the scale of our projects and distributing the risks. Thank you very much, Marie-Louise. That was very interesting. And we are, of course, looking forward to keep working on this with you in the next year and maybe also beyond the project. Thanks, Sophia. Yeah. Thanks very much for sharing these insights. Have a good day. Feel free to stay in the call if you want to. Das war ein kurzer Einblick ins Projekt. Wir sind jetzt wieder im Deutschen. Vielen Dank, dass Sie alle dabei geblieben sind, auch wenn wir die Sprache kurz gewechselt haben. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen besseres Verständnis davon, wie es im Projekt funktioniert und auch wie die Bedeutung von EVU für On-Bill-Programme, wie groß diese Bedeutung ist. Wir machen jetzt weiter mit dem dritten Punkt, On-Bill-Modelle im Überblick. Bevor ich das Wort an meine Kollegin Svenja Hector gebe, noch ein kurzer Hinweis. Die Ansätze für Geschäftsmodelle, die wir gleich vorstellen werden, basieren unter anderem auf den Ergebnissen einer Reihe von Prototyping-Workshops, die im Rahmen dieses Projektes im Frühling 2020 stattfinden. Einige von Ihnen waren, glaube ich, auch dabei. Wir haben in allen vier Projektländern sogenannte Prototyping-Workshops mit Stakeholdern durchgeführt, um versucht, gemeinsam mit den Marktteilnehmern herauszufinden, wie die Geschäftsmodelle, On-Bill-Geschäftsmodelle für den europäischen Markt beziehungsweise speziell für die vier Fokusländer aussehen könnten. Seither wurden diese Ansätze von den Projektpartnern Creara und der Universität Genua weiterentwickelt und die Ergebnisse dieser Entwicklung stellen wir Ihnen heute vor und das übernimmt meine Kollegin. Ja, danke, Sophia. Hallo und guten Morgen, guten Tag auch von meiner Seite. Wie Sophia schon gesagt hatte, gebe ich jetzt den Überblick über die On-Bill-Modelle. Das ist, werden wir hier unterteilen in zwei Teile, zwei Abschnitte. Zunächst wirklich ein relativ schneller Überblick, dass Sie einmal fünf verschiedene Modelle gesehen haben, fünf verschiedene Ansätze gesehen haben. Und dann gehen wir aber im nächsten Schritt auch noch etwas mehr auf die Details ein, inklusive den verschiedenen Vorteilen und den Herausforderungen der verschiedenen Modelle. Wir fangen mit dem einfachsten Modell an. Wir haben den Namen gerade im Interview mit Maria Luisa schon gehört. Das ist das On-Bill Financing Modell. Das ist das, was Fenja Energia in der Vergangenheit oder derzeit bereits durchführen. Das ist ein Modell, ein On-Bill-Modell. Wie bei allen On-Bill-Modellen bietet auch hier das EVU, das Energieversorgungsunternehmen, den Kunden ein On-Bill-Programm zur Finanzierung von energetischer Sanierung an oder den entsprechenden Maßnahmen. Die definierende Eigenschaft dieses On-Bill-Financing-Modells ist jetzt die Frage danach, wie ist das Ganze finanziert? Wie finanziert das Energieversorgungsunternehmen die Umsetzung dieser Maßnahmen? Ist es eigenmittelfinanziert oder ist das fremdmittelfinanziert? Und hier im On-Bill-Financing-Modell ist es eben per Definition eigenmittelfinanziert. Das heißt, in diesem Modell ist die Akteurslandschaft, die Sie hier links sehen, eben auch noch relativ übersichtlich. Wir haben den zentralen Akteur natürlich in der Mitte, das Energieversorgungsunternehmen, welches das Kerngeschäft mit dem Kunden abwickelt, also die Energieversorgung und welches sich im On-Bill-Modell dann eben zusätzlich noch als On-Bill-Anbieter darstellt. Wir haben auf der linken Seite den weiteren Hauptakteur, natürlich den Kunden, den Endkunden, Wohnungseigentümer, potenziell auch Mieter, kommen wir später noch dazu, der die Energierechnung im Idealfall bezahlt und die On-Bill-Zahlung an das Energieversorgungsunternehmen tätigt. Wir haben den weiteren Akteur, den Akteur, der letztendlich die Maßnahme tatsächlich implementiert, also zum Beispiel eine Energy Service Company, ein Installateur, Dienstleister einer Art. Das kann ein externer Dienstleister sein, eine externe ESCO, das kann aber natürlich auch ein Akteur sein, der direkt mit dem Energieversorgungsunternehmen verbunden ist. Genau, das ist die Akteurslandschaft für On-Bill Financing. Jetzt schauen wir uns das On-Bill Repayment an.
Das ist ein Modell, das die Maria Luisa gerade auch schon erwähnt hat, On-Bill Repayment. Hier ist die definierende Eigenschaft auch wieder bezüglich der Finanzierung, Eigen versus Fremdmittel, dass hier eben eine Bank ins Spiel kommt. Also dass hier das Energieversorgungsunternehmen das On-Bill-Modell, das On-Bill-Programm nicht mehr durch Eigenmittel finanziert, sondern durch Fremdfinanzierung und hier eben durch eine Bank oder durch einen sonstigen Investor. Das heißt, die Akteurslandschaft, der innere Kreis hier ist im inneren Kreis gleich. Wir haben das Energieversorgungsunternehmen im Zentrum, den Kunden auf der linken Seite, die ESCO, die da potenziell eine Rolle spielt und dann eben als zusätzlichen Akteur noch die Bank. Hier stellt die Bank jetzt die Finanzierung direkt an das Energieversorgungsunternehmen zur Verfügung. Man kann sich aber natürlich auch andere Möglichkeiten vorstellen, nämlich zum Beispiel eine Finanzierung von der Bank an das implementierende Unternehmen, also das ausführende Unternehmen der Sanierungsmaßnahme, zum Beispiel die Energy Service Company oder den Installateur oder potenziell auch direkte Kreditvergabe an den Endkunden. Sie sehen hier auf der rechten Seite entstehen gerade so zwei gelbe Balken. Einmal steht da OBF, also On-Bill Financing, wie gesagt, das ist die Eigenmittelfinanzierung. On-Bill Repayment, das ist die Fremdmittelfinanzierung. Da haben wir jetzt die einfachste Ausgestaltung gesehen von On-Bill Repayment. Und wir schauen uns jetzt aber noch zwei weitere Möglichkeiten an, wie so ein On-Bill Repayment-Konstrukt aussehen könnte. Da schauen wir zunächst einfach auf die Möglichkeit drauf, dass eben der Finanzierer, die Bank, ersetzt wird durch ein Special Purpose Vehicle. Also einfach die Möglichkeit, hier verschiedene Investoren oder Finanziererbanken zusammenzuschließen oder die einen SPV, eine Zweckgesellschaft bilden, um ein On-Bill-Modell zu finanzieren. Potenziell natürlich auch mit finanzieller Beteiligung des Energieversorgungsunternehmens, das zum Special Purpose Vehicle beiträgt, oder mit Beteiligung der ESCO. Also hier wird einfach das Finanzierungskonstrukt ersetzt. Jetzt schauen wir uns noch eine weitere Möglichkeit an. Das wäre ein On-Bill-Repayment-Modell mit Master-Servicer. Ciao Maria Luisa. Hier im On-Bill-Modell mit Master-Servicer werden diverse Tätigkeiten, die Kernakteure, also Energieversorgungsunternehmen, Finanzierer, Bank, von mir aus auch das Special Purpose Vehicle oder die ESCO, in einem Unternehmen, in einem On-Bill-Modell tätigen, werden ausgelagert an diesen Master-Servicer. Das heißt, der Master-Servicer übernimmt dann im Auftrag dieser Partnerschaft, diesem Dreieck aus Partnern, Aufgaben wie zum Beispiel Überprüfung des Vorhabens, technische Überprüfung des Vorhabens, Evaluierung des Vorhabens, Validierung des Vorhabens, Freigabe oder Investitionsentscheidung teilweise auch potenziell in Verbindung mit der Bank und potenziell dann auch eine gewisse Art des Monitorings. Es kommen gerade noch Fragen rein, da haben wir später nochmal Zeit drauf einzugehen. So viel zum Master-Servicer. Jetzt schauen wir uns auch ein sehr spezielles Konstrukt ein. Und da gehe ich jetzt wirklich nur ganz kurz drauf ein, weil ich da tatsächlich später noch einige Minuten drüber sprechen würde. Das ist das On-Bill-Modell mit Beteiligung des Verteilnetzbetreibers. Die Idee hieß hier, und die Idee steht im Zusammenhang mit dem Mieter-Vermieter-Dilemma oder auch dem Dilemma, dass die Endkunden nicht unbedingt auf sehr lange Frist an das Energieversorgungsunternehmen binden kann. Die Idee hier ist, dass man die On-Bill-Zahlung quasi in einem Paket schnürt mit den Netzgebühren, sodass der Kunde an das Energieversorgungsunternehmen die Netzgebühren abtritt, das Energieversorgungsunternehmen dieses Paket aus Netzgebühren und On-Bill-Zahlungen an den Verteilnetzbetreiber abtritt und der Verteilnetzbetreiber dann quasi wieder diese On-Bill-Zahlungen verteilt an jenes Energieversorgungsunternehmen, das ursprünglich mal die Investition getätigt hat. Und das muss nicht unbedingt das sein, das die On-Bill-Zahlungen vom Kunden bekommen hat. Aber dazu später noch etwas mehr. So, das war jetzt erstmal eine kurze Übersicht über die fünf unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten. Es gibt sicher noch wesentlich mehr und es gibt definitiv ganz viele Mischformen dazwischen. Wir haben es jetzt hier auf diese fünf beschränkt. Und jetzt würde ich kurz noch einfach eine kleine Idee geben, wie, also wie,
was sind jetzt die richtigen On-Bill-Modelle für ein gegebenes Vorhaben. Da haben wir hier diese drei Entscheidungsfaktoren herausgefiltert, die natürlich erstmal relativ auf einer relativ hohen Ebene sind. Also zum einen ist natürlich die Projektgröße relevant. Maria Luisa hat es auch schon gesagt vorhin. Für relativ kleine Investitionen oder relativ kleine Programmgrößen, wo das Energieversorgungsunternehmen einen relativ kleinen Finanzierungsbedarf hat, bietet sich natürlich das On-Bill-Financing-Modell an, da es wenig Komplexität hat, da die Value Chain relativ kurz ist. Bei größeren Projektgrößen, wenn man über ein größeres Kundensegment nachdenkt oder natürlich auch teurere Maßnahmen im Bereich der energetischen Sanierung, dann kann die Fremdfinanzierung relevant werden und damit dann auch eben eher die On-Bill-Repayment-Modelle. Und mit steigender Größe und mit steigendem Finanzierungsbedarf dann vielleicht auch statt dem On-Bill-Repayment-Modell, dem Standardmodell, dann auch eher das On-Bill-Repayment-Modell mit dem Special-Purpose-Vehicle. Komplexität, Skalierbarkeit, ähnliches Problem beim On-Bill-Financing-Modell, wenig komplex, aber auch nicht unbedingt wahnsinnig skalierbar. Rechtliche Rahmenbedingungen wurden vorhin schon auch im Chat angesprochen. Da, die spielen natürlich auch eine Rolle. Eine Frage ist zum Beispiel auch die Frage dessen, was im On-Bill-Financing-Modell eigentlich das Verhältnis zwischen dem Kunden und dem Energieversorgungsunternehmen ist. Ist es eine Art von Kredit, wenn das Energieversorgungsunternehmen die Maßnahme vorfinanziert und der Kunde das über die Energierechnung zurückzahlt? Und wenn das als eine Art von Kredit gelten sollte, ist das dann denn überhaupt zulässig, gegeben, dass das Energieversorgungsunternehmen nicht unbedingt der Finanzaufsichtsbehörde untersteht, etc. Also rechtliche Rahmenbedingungen spielen natürlich eine sehr große Rolle. So, Sophia, damit übergebe ich jetzt erstmal wieder kurz an dich. Vielen Dank, Svenja, für den guten Überblick über die Geschäftsmodelle, die wir bis hierher ausgearbeitet haben. Ich würde noch mal einen kurzen Cut vorschlagen. Wir probieren noch mal die Sache mit der Umfrage. Ich hatte noch eine zweite Umfrage eingerichtet. Wir schauen kurz, ob das funktioniert. Ansonsten, genau. Sie müssten jetzt auf Ihrem Bildschirm eine Umfrage sehen. Mehrfachauswahl ist möglich. Ich würde Sie bitten, einfach kurz aus dem Bauchgefühl heraus einmal Ihre Antworten einzugeben. Die Frage ist auf den ersten Blick, welches On-Bill-Modell halten Sie für den deutschen Markt für am vielversprechendsten? Ich würde ganz kurz warten, damit Sie Zeit haben, Ihre Antworten einzuklicken. Und dann kann ich Ihnen auch gleich das Ergebnis noch einblenden. Zwei Antworten fehlen noch. Ich lasse noch 10 Sekunden. Ansonsten zeige ich Ihnen gleich, wo wir gerade stehen. So, ich beende die Umfrage kurz und zeige Ihnen die Ergebnisse. Sie müssten jetzt auf Ihrem Bildschirm kurz die Ergebnisse sehen. Bisher On-Bill Financing, das heißt, das EVU finanziert aus eigenen öffentlichen Mitteln, scheint am vielversprechendsten für den deutschen Markt, gefolgt von einem eher einfacheren On-Bill Repayment Programm, aber auch für die komplexeren Modelle unter Einbeziehung einer SPV oder des Master Services oder des Verteilnetzbetreibers scheint es durchaus Interesse zu geben. Vielen Dank für Ihre Beteiligung. Ich beende das jetzt. Und denke, wir können noch mal kurz ein, zwei Fragen vielleicht zu dem Blog haben, den Svenja Hector gerade vorgestellt hat. Ich glaube, da waren schon zwei Fragen im Chat, die ich vielleicht direkt an Svenja dich weitergeben würde. Erste Frage, wie werden Gewinne für die EVUs generiert? Und zweite Frage, sehen Sie das Modell auch im B2B-Kundenbereich? Da bräuchten wir jetzt vielleicht noch mal kurz die Ergänzung, um welches Modell es sich da genau gehandelt hat bei der Frage oder ob es eher allgemein um On-Bill-Modelle ging. Vielleicht können Sie das im Chat noch mal kurz spezifizieren. Ansonsten erste Frage, wie werden Gewinne für die EVUs generiert? Wie werden die generiert? Da kann ich jetzt ehrlich gesagt keine konkrete Antwort geben. Letztendlich natürlich darüber, wie es strukturiert ist, wie viel Servicegebühr das Energieversorgungsunternehmen am Ende auf die tatsächlich eigentliche Rückzahlung der Investitionskosten draufschlägt.
Und klar, je mehr Akteure beteiligt sind, umso mehr Akteure muss natürlich dieser Gewinn dann am Ende auch umverteilt werden oder umgelegt werden, wenn dann Finanzierer mit dabei ist, zusätzlich noch eine Energy Service Company, eventuell noch ein Master Servicer, dann wird es natürlich ein bisschen komplexer, beziehungsweise der Gewinnanteil des Versorgungsunternehmens wird natürlich auch geringer. Wir haben da aber jetzt tatsächlich auch noch nicht so in diesem Detail reingeschaut. Also ich glaube, die Frage ist natürlich extrem relevant, wenn man dann ein ganz spezifisches Modell entwickelt in einem ganz spezifischen Kontext für einen spezifischen Markt etc. Das haben wir jetzt aber bisher noch nicht gemacht, zumindest nicht für den deutschen Markt. Die zweite Frage war der B2B-Bereich. Genau. Ich denke, funktionieren würde das, also das, die Modelle kann man wahrscheinlich genauso drauf anwenden. Für das Rent-on-Bill-Projekt selber ist der B2B-Bereich jetzt nicht so, nicht der relevanteste, weil wir uns einfach auf die Herausforderung der geringen Gebäudesanierungsrate im privaten Wohnbereich fokussiert haben, weil wir da auch die größten Herausforderungen sehen. Das Modell selbst, denke ich, kann man übertragen. Die Frage ist natürlich dann aber doch, denke ich, ob man dann nicht in einem Bereich ist, wo dann eben Energy Performance Contracts, also wo dann dieser Garantiebestandteil von ähnlichen Modellen oder nicht doch wieder eine größere Rolle spielt, dass man vielleicht sagt, gut, da braucht man nicht unbedingt eine On-Bill-Finanzierung, sondern eben ein etwas anderes Konstrukt, wäre meine Einschätzung. Ja, würde ich so teilen. Vielen Dank, Svenja. Vielen Dank auch für Ihre Fragen im Chat. Wir machen dann weiter. Es wird später am Ende nochmal Gelegenheit geben, weitere Fragen zu stellen. Wir kommen zum vierten Punkt der heutigen Agenda. Die On-Bill-Modelle, die Svenja Hector gerade vorgestellt hat, werden wir jetzt nochmal im Detail beleuchten und vor allen Dingen auch auf Vorteile und Herausforderungen eingeben. Und genau, damit übergebe ich wieder an dich, Svenja. Mhm. Vielen Dank, Sophia. So, jetzt sind wir schon wieder im On-Bill-Modell. Also was wir gerade gemacht haben, war einfach, wie gesagt, der kurze Überblick über die fünf verschiedenen Modelle. Und jetzt wollen wir uns die alle nochmal etwas mehr im Detail anschauen. Durch die ersten drei Modelle, On-Bill-Financing, Standard-On-Bill-Repayment und On-Bill-Repayment mit SPV, werde ich einigermaßen fix durchgehen, sodass wir ein bisschen mehr Zeit haben auf die noch etwas komplexeren Themen On-Bill-Repayment mit Master-Servicer. Und auch dieses On-Bill-Scheme mit dem Verteilnetzbetreiber nochmal drauf zu schauen. Aber schauen wir uns doch zunächst nochmal das On-Bill-Financing-Modell an. Also wie gesagt, relativ übersichtliche Akteurslandschaft, relativ wenig Komplexität, keine Bank, kein Finanzierer zur Finanzierung des On-Bill-Angebots, des On-Bill-Programms nötig. Besonderheit ist entsprechend natürlich auch die geringste vertragliche Komplexität. Risiko, also das finanzielle Risiko, wird vom Energieversorgungsunternehmen getragen. Das technische natürlich, je nachdem, von was für einem technischen Risiko wir reden. Die ESCO wird einen Teil des Risikos tragen am technischen Risiko bei der Implementierung. Das Performance-Risiko bezüglich der Frage, ob die Energieeinsparungen dann tatsächlich generiert werden, liegt beim Kunden, denn wir haben hier ja keine Performance-Garantie, keine Energieeinspargarantie. Vorteile dieses On-Bill-Financing-Modells, kurze Wertschöpfungskette, ganz klar, dadurch auch eine höhere Gewinnmöglichkeit vermutlich und keine Kreditbelastung für das EVU. Herausforderungen, wie gesagt, vorhin schon oder wie angedeutet, ist die Frage, die bei uns auch noch etwas offen ist, ist das jetzt hier eine Kreditvergabe vom EVU zum Kunden oder nicht? Und wenn ja, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu? Das wäre hier noch eine Hauptherausforderung. Dann können wir zum nächsten Modell übergehen. Das wäre das On-Bill-Repayment-Modell, das Standardmodell, das wir uns nochmal anschauen. Also wie gesagt, das Modell, bei dem die Bank da oben noch dazukommt. Besonderheiten oder beziehungsweise einfach auch die Definition dieses Modells nochmal. Kreditvergabe an das EVU von der Bank, zum Beispiel über ein Treuhandkonto ist eine Möglichkeit oder auch an die Energy Service Company, steht jetzt hier nicht drin, wäre aber auch möglich. Oder eben auch die Kreditvergabe an den Endkunden vermittelt über das Energieversorgungsunternehmen. Klar, hier trägt jetzt natürlich die Bank das finanzielle Risiko. Das kann das Energieversorgungsunternehmen in diesem Fall jetzt auslagern. Großer Vorteil ist die Skalierbarkeit, von der wir jetzt schon einige Male gehört haben. Herausforderung könnte man hier, aber das ist wahrscheinlich in allen On-Bill-Repayment-Modellen der Fall,
definieren als ja auch das Matchmaking zwischen dem Energieversorgungsunternehmen und dem Finanzinstitut. Dann gehen wir zum Special Purpose Vehicle und wie gesagt, die drei Thematiken jetzt kurz. Danach fahre ich das Tempo wieder ein bisschen runter. Special Purpose Vehicle, zur Erinnerung, hier ist der Finanzierer eben statt einer Bank, stattdessen das Konstrukt, das SPV, das ein Zusammenschluss aus diversen Akteuren sind, die der Finanzierung beisteuern, Investoren, Fonds, Banken, potenziell das EVO, die ESCO. Besonderheiten ist eben natürlich die Kapitalbündelung durch mehrere Investoren für ein spezifisches On-Bill-Programm. Risiko im SPV findet zum gewissen Maße eine Risikoteilung statt und dann natürlich auch eine Risikoisolierung bezüglich der teilnehmenden Unternehmen durch das spezielle Konstrukt des SPV. Vorteile, Risikoteilung, Skalierbarkeit nochmal größer als im On-Bill-Repayment-Modell. Herausforderung ist natürlich die vertragliche Komplexität, die damit einhergeht, wenn man ein Special-Purpose-Vehicle aufsetzen will. So, und jetzt können wir auch, vielleicht noch kurz, geht es nochmal gerade zurück? Genau, vielleicht nochmal kurz zum Ablauf, weil das auch dann ein bisschen die Abgrenzung zum nächsten Modell wäre, sowie was wäre jetzt der Ablauf eines solchen Modells? Wer hätte hier welche Rolle? Das Energieversorgungsunternehmen und die Energy Service Companies, also jene, die eher auf der technischen Seite stehen, würden das Projekt überwachen, implementieren, einzelne Energieeffizienzprojekte bündeln und die dann eben mithilfe von den Finanzangehenden validieren im Sinne von der Finanzierbarkeit. Wenn die Investitionsentscheidung getroffen ist, dann wird das SPV den Energieversorgern und den ESCOs Kapital zur Verfügung stellen, um die Maßnahmen umzusetzen. Das heißt eben diese spezifischen Rollen von technischer Prüfung, Validierung etc., Investitionsentscheidung sind aufgeteilt zwischen dem SPV, dem EVU und der beteiligten ESCO. So, und jetzt schauen wir uns nochmal den Master Servicer an und dann fahre ich das Tempo jetzt ein kleines bisschen runter. Zur Erinnerung, Master Servicer, der versteckt sich hier ein bisschen hinter der Tabelle, ist eine Art von Mittler oder Aufsicht zwischen den Akteuren, also ein externer Dienstleister, der sich bereit erklärt, verschiedene Aufgaben in diesem Dreieck der Partner zu übernehmen. Diese Rollen oder Aufgaben sind zum Beispiel die Verwaltung des Kapitals, das zur Finanzierung der On-Bill-Schemes bereitgestellt wird, die Prüfung der Investitionen, die vom Energieversorgungsunternehmen vorgeschlagen werden und wenn denn der Finanzierer oder das Gesamtkonstrukt damit einverstanden ist oder auch so eine so große Kontrolle dem Master Servicer geben möchte, auch das Treffen der endgültigen Investitionsentscheidungen. Was wäre jetzt der Ablauf konkret? Wie würde das funktionieren? Naja, der Master Servicer prüft, evaluiert, entscheidet einen bestimmten Projektvorschlag, der vom Energieversorgungsunternehmen an ihn herangetragen wird. Sobald die Investitionsentscheidung getroffen wurde, wird das Kapital dem Master Servicer zur Verfügung gestellt von den Finanzierern, welcher dann wiederum den Dienstleister für die Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahme bezahlt. Die Kerneigenschaft bzw. die Besonderheit und auch nochmal die Abgrenzung zu diesem Special-Purpose-Vehicle-Modell, abgesehen davon, dass hier einfach Services ausgelagert werden, ist, dass eben dieser Master-Servicer natürlich auch mehrere On-Bill-Programme gleichzeitig bedienen kann. Das heißt, der eine Master-Servicer könnte für mehrere Partnerschaften, die aus EVUs, Banken und ESCOs bestehen, tätig sein und dadurch natürlich auch Skaleneffekte mit reinbringen, beziehungsweise auch die Servicekosten etwas nach unten bringen. Technisches Risiko wird potenziell vom Master Servicer mitgetragen. Finanzielles Risiko liegt bei den Finanzierern. Die Annahme ist hier auch, dass eben durch die Auslagerung an den Master Servicer das Risiko, das finanzielle Risiko noch ein Stück weit gesenkt wird und wahrscheinlich auch das technische Risiko, einfach dadurch, dass man von dem Master Servicer natürlich auch
dass man das ein Grund, warum man den Master Service involviert, natürlich auch eine Qualitätssicherung bezüglich der implementierten Projekte am Ende ist. Vorteile hatte ich jetzt auch schon gesagt, Effizienzgewinn, Bündelung bestimmter Tätigkeiten über Programme hinweg, Qualitätssicherung, höhere Glaubwürdigkeit dadurch, dass der externe Master Servicer da involviert wird. Sprechen wir noch etwas über die Herausforderungen. Der Master Servicer mit all den Rollen, die wir ihm jetzt zugeteilt haben, muss natürlich ein relativ hohes Maß an Expertise mitbringen, sowohl auf technischer, finanzieller, wirtschaftlicher Ebene. Weiterhin werden hier, je nachdem, welche Rollen man dem Master Servicer am Ende zuteilt, also gerade diese Rolle der Investitionsentscheidung, wird ihm eine relativ relevante Rolle zugeteilt, also auch eine Rolle, in der ein hohes Maß an Vertrauen seitens der Finanzierer nötig ist und dann eventuell auch einfach Bedarf da ist, dass dieser Master Servicer schon längere Zeit im Markt existiert und vielleicht mit den Finanzierern ein Geschäftsverhältnis hatte. Und unseres Wissens nach besteht so ein Master Servicer im deutschen Markt eben noch nicht. Weiterhin die Herausforderung, dass ein Master Servicer eben erst ab einer bestimmten Marktgröße rentabel sein wird. Also die Idee oder der Hauptvorteil, wie gesagt, beim Master Servicer ist, dass er mehrere On-Bill-Programme gleichzeitig bedienen kann und darüber natürlich auch, indem er viele Transaktionen abwickelt, sein Geschäftsmodell durchführt. Gut, auf die anderen gehe ich jetzt nicht ein. Gut, dann gehen wir zur nächsten Folie, Sophia. So, das ist ein Thema, das wir bisher etwas ausgespart haben, das Mieter-Vermieter-Dilemma. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Also für alle, die das Dilemma nicht so parat haben, das geht darum, dass Investitionen in Energieeffizienz für Eigentümer in der Regel nicht rentabel sind, wenn vor allem der Mieter von den Kosteneinsparungen profitiert. Also die Steigerung des Immobilienwertes spare ich jetzt mal aus. Gleichzeitig sind Investitionen in Energieeffizienz für den Mieter eben nicht rentabel, da seine Wohndauer in der Immobilie potenziell kürzer ist als der Amortisationszeitraum der Energieeffizienzinvestitionen. Das heißt, das Grundproblem, wenn man das nochmal auf eine höhere Ebene ziehen möchte, ist eigentlich, dass die Wohndauer im Gebäude und damit der Zeitraum, in dem man von den Energieeinsparungen profitiert, potenziell kürzer ist als der Amortisationszeitraum für die Energieeffizienzinvestitionen. Im Fall des On-Bill-Loans, also in einem Fall, in dem die Rückzahlung an den Mieter oder an den Eigentümer gekoppelt ist, hat der Mieter oder der Eigentümer eventuell das Problem, dass er eine On-Bill-Vereinbarung mit dem EVU eingeht, das eigentlich für 15 Jahre Rückzahlung aufgesetzt, er jetzt aber nach 5 Jahren möglicherweise bereits ausziehen möchte, das Haus verkaufen möchte, und dann eben die nicht voll von den Kosteneinsparungen profitieren kann. Wenn wir jetzt hier von einem Eigentümer sprechen auf Kundenseite, ist das eventuell ein geringeres Problem, weil dieser Eigentümer durch den Verkauf des Gebäudes eventuell die einen höheren Umsatz macht, wenn es ein energieeffizientes Gebäude ist. Das heißt, er kann den Ausfall der Einsparungen durch den höheren Gebäudewert wettmachen. Beim Mieter funktioniert das aber natürlich leider nicht. Wenn der vorher auszieht, dann hat der keinen Nutzen mehr von den Einsparungen. Die Lösung, die hier jetzt angeboten wird, ist das sogenannte Tariffed-on-Bill-System. Und das ist tatsächlich das System, das in den USA recht verbreitet ist. Tariffed-on-Bill heißt die Rückzahlung der Anfangsinvestition, die von dem Energieversorgungsunternehmen getätigt wurde, ist nicht mehr an die Person des Kunden gekoppelt, sondern an das Haus des Kunden, an den Zähler des Kunden. Das heißt, dass der Bewohner der Immobilie nur so lange die Anfangsinvestition des Energieversorgers zurückzahlt, wie er tatsächlich auch in der Immobilie wohnt und dann eben entsprechend auch von den gesenkten Energiekosten profitiert. Sobald jetzt ein neuer Bewohner die Immobilie übernimmt, übernimmt dieser natürlich auch den Zähler innerhalb der Immobilie und damit auch die Rückzahlungsverpflichtung, die an den Zähler gekoppelt ist.
Herausforderungen, die mit diesem Tariffed-on-Bill-Schema zu tun haben, ist Leerstand. Wenn es Leerstand gibt, dann gibt es niemanden, der den Zähler nutzt und auch niemanden, der die Rückzahlungsverpflichtung des Zählers bedient. Das heißt, dieses Modell oder ja, dieses Tariffed-on-Bill-Schema funktioniert vor allem in dynamischen Märkten, wo die Gefahr des Leerstandes relativ gering ist. Weiterhin das Problem, dass im Tariffed-on-Bill oder auch generell der Nachmieter oder auch der nächste Eigentümer, wenn wir von einem Hausverkauf sprechen, an das Energieversorgungsunternehmen des Vormieters gebunden wäre. Also wenn ein Energieversorgungsunternehmen A ursprünglich das System implementiert hat, das On-Bill-System implementiert hat, dann hat natürlich der Zähler im Haus die Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dieses Energieversorgungsunternehmens. Und man kann dadurch einfach nicht so leicht das Energieversorgungsunternehmen wechseln. Das Problem des Wechsels des Energieversorgers wird nicht gelöst. Das Wechsel des Mieters, des Hausbesitzers wird durch Tariffed on Bill gelöst, aber nicht das Problem des Energieversorgerwechsels. Und das Problem des Energieversorgerwechsels wird eben konkret oder kann potenziell durch das weitere Modell, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, gelöst werden. Das Modell, wo der Verteilnetzbetreiber noch mit involviert ist. Und da können wir jetzt auch noch mal kurz drauf schauen. Ja, danke, Sophia. Also zur Erinnerung nochmal, der Verteilnetzbetreiber kam jetzt hier unten noch mit dazu als zusätzlicher Akteur und ich bin da relativ schnell vorhin drüber gegangen, deshalb erkläre ich die Idee hier nochmal etwas im Detail. Die Idee ist folgende, die On-Bill-Zahlung wird an die Netzgebühr gekoppelt. Man kann sich also vorstellen, dass jetzt die Energierechnung in zwei Pakete aufgeteilt ist, nämlich einmal in die Bezahlung der genutzten Energie. Also der Kunde zahlt an das Energieversorgungsunternehmen natürlich die genutzte Energie und zahlt zusätzlich über die Energierechnung auch die Netzgebühren, wie bisher auch, plus eben zusätzlich noch die On-Bill-Zahlung. Das Paket 1 verbleibt beim Energieversorgungsunternehmen. Das Paket 2 wird an den Verteilnetzbetreiber weitergeleitet. Die Netzgebühren verbleiben dann natürlich beim Verteilnetzbetreiber. Die On-Bill-Zahlung wird an das Energieversorgungsunternehmen weitergeleitet, das die anfängliche Investition für die Sanierungsmaßnahme getätigt hat. Das heißt, wenn Energieversorgungsunternehmen A die Maßnahme ursprünglich implementiert hat und jetzt aber der Kunde im Vertragsverhältnis mit Energieversorgungsunternehmen B steht, dann sammelt der Verteilnetzbetreiber die On-Bill-Zahlung von Energieversorgungsunternehmen B ein und gibt sie an Energieversorgungsunternehmen A weiter. Also kurz gesagt, der Wechsel des Energieversorgers während der Laufzeit von einem solchen On-Bill-Projekt wird durch die Beteiligung des Verteilnetzbetreibers möglich. Also der Verteilnetzbetreiber nimmt hier so die Rolle eines einer On-Bill-Zahlungssammelstelle und Umverteilungsstelle ein. Und die nimmt eben deshalb der Verteilnetzbetreiber ein, weil der ohnehin schon über die DSO-Gebühren, über die Netzgebühren in diesem Verhältnis hier drin steht mit dem Energieversorgungsunternehmen und dem Kunden. Also was sind die Vorteile dieses Modells mit Verteilnetzbetreiber? Die Kopplung der Rückzahlung an die Netzgebühren, die freie Energieversorgerwahl des Besitzers, des Mieters, und damit eben auch die größere Flexibilität bei der Programmgestaltung gegenüber das, was wir auf dem vorherigen Slide als On-Bill-Modelle bezeichnet haben, wo die Rückzahlung an den Eigentümer oder Mieter gekoppelt ist. Herausforderungen, wenn man hier den Verteilnetzbetreiber mit reinbringt, komplexe Wertschöpfungskette, Vertragskomplexität, höhere Transaktionskosten, die Tatsache, dass DSOs oder Netzbetreiber natürliche Monopole sind und natürlich auch viele regulatorische Fragen. Also wir haben das jetzt hier so dargestellt, als wäre das alles möglich, aber tatsächlich wissen wir das auch zumindest für den deutschen Raum noch gar nicht so, inwieweit da der Verteilnetzbetreiber die Berechtigung tatsächlich hätte oder eben auch nicht hätte. Aber da könntest du vielleicht, Sophia, auch nachher noch was dazu sagen, sofern wir das im Projekt bereits etwas geklärt haben.
kann das EVO nicht einfach den Vertrag des alten EVO ablösen, also den Kreditvertrag, nehme ich an, ist die Frage. Vermutlich wäre das möglich, also wenn es um einen Kreditvertrag geht, wäre das vermutlich möglich, aber auch das, einen Kreditvertrag abzulösen, denke ich, ist mit Schwierigkeiten verbunden, zum Beispiel die geänderte Kreditwürdigkeit des neuen Vertragsnehmers etc. Gut, Sophia, ich würde an dich zurück übergeben, aber die Fragen schauen wir uns dann gleich auch nochmal im Abschluss an, würde ich sagen. Genau. Okay. Vielen, vielen Dank, Svenja, für den Input. Das war viel Wissen. Ich hoffe trotzdem, dass Sie alle einen guten Überblick bekommen haben über die Geschäftsmodelle, die bisher im Projekt ausgearbeitet wurden. Die Zeit ist fast rum, deshalb kommen wir jetzt zum Abschluss. Es wird aber auch gleich noch Gelegenheit geben, sich auszutauschen und gegebenenfalls noch Fragen zu stellen und zu diskutieren. Vielleicht einmal kurz noch von unserer Seite eine knappe Zusammenfassung. Wo stehen wir eigentlich? Was wissen wir? Wie ist die aktuelle Situation? Ganz klar ist, die EU-Renovierungswelle stärkt die Bedeutung von energetischer Gebäudesanierung. Das Thema wird in den nächsten Jahren nicht verschwinden, sondern eher an Bedeutung gewinnen. Und On-Bill-Modelle können vielleicht genau zu diesem Zeitpunkt ein guter Lösungsansatz sein und ein innovatives Geschäftsmodell für EVU und Finanzinstitutionen, um die energetische Gebäudesanierung auch in Europa voranzutreiben. Warum sind sie potenziell interessant? Sie versprechen One-Stop-Shop-Lösungen für die energetische Sanierung im Wohngebäudesektor und können damit auch für private Kunden, private Haushalte etc. interessant sein, die bisher vielleicht vom Thema energetische Gebäudesanierung eher zurückgeschreckt sind. Und Energieversorger stehen in diesen On-Mid-Modellen im Zentrum, neben den Finanzinstitutionen, die in vielen Fällen dazukommen, und können beide Akteure können wesentlich zur Skalierung umfassender Sanierungsprogramme beitragen, weshalb auch in den Modellen, die wir vorgestellt haben, beide Akteure immer eine wichtige Rolle einnehmen. Gleichzeitig gibt es noch viele offene Fragen, wie wir jetzt ja auch schon gemerkt haben. Immer steht natürlich die Frage im Raum, wie ist das Marktinteresse der beteiligten Akteure, aber auch auf Kundenseite. Wie ist die rechtliche Machbarkeit einzelner Modelle, speziell auch von On-Bill Financing und Programmen und den Programmen mit den Verteilnetzbetreibern? Da gibt es noch viele rechtliche Fragen, die auch bei uns im Projekt nach und nach auftauchen, die wir noch gar nicht alle klären konnten, die sich aber, wenn man weiter an On-Bill-Programmen arbeitet, sicherlich mit der Zeit ergeben werden. Es gibt diese Herausforderung der Kopplung der Rückzahlung an den Zähler, was Svenja Hector gerade vorgestellt hat, die sogenannte Tariffed On-Bill. Das ist wirklich in den On-Bill-Programmen in den USA ein ganz zentraler Bestandteil und auch, glaube ich, ein Erfolgskriterium für diese Modelle. Ist aber überhaupt noch nicht klar, inwiefern das überhaupt in Europa so umsetzbar wäre. Und was uns im Projekt natürlich konkret auch beschäftigt, sind so, was wären eigentlich die nächsten Schritte zur Einführung von On-Bill-Programmen in Europa, aber auch speziell in Deutschland beziehungsweise in den anderen drei Fokusländern, in denen das Projekt aktuell umgesetzt wird. Und in Anbetracht dieser ganzen offenen Fragen und auch der Fragen, die Sie vielleicht noch haben, laden wir Sie herzlich ein zum offenen Austausch mit uns, mit dem Projekt. Gerne jetzt noch im Rahmen des Webinars, falls Sie Lust haben, noch ein paar Minuten zu bleiben. Ansonsten aber auch jederzeit gerne per E-Mail, per Telefon bleiben Sie mit uns in Kontakt. Wir haben einen Online-Fragebogen vorbereitet, zu dem meine Kollegin gleich noch den Link im Chat postet. Da würden wir Sie ganz, ganz herzlich bitten, sich vielleicht heute im Anschluss an das Webinar oder in einer ruhigen Minute mal 5 Minuten Zeit zu nehmen, diese Fragebogen für uns auszufüllen. Ihr Feedback würde die Analyse der Replizierbarkeit von On-Bill-Modellen in Europa direkt unterstützen, würde uns sehr viel weiterhelfen für die weitere Entwicklung des Projekts. Themen, die wir in diesem Fragebogen ansprechen, sind unter anderem die Motivation der Stakeholder für das potenzielle Angebot von Energieeffizienzprodukten und Dienstleistungen, potenzielle Zielmärkte für On-Bill-Programme. Darauf sind wir heute jetzt gar nicht so im Detail eingegangen, ob man sich zum Beispiel eher Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser anschaut. Auch das sind noch wichtige Fragen, die zu klären sind. Und natürlich die konkrete Ausgestaltung von möglichen On-Bill-Geschäftsmodellen, wo wir heute ja einen ersten Blick drauf werfen konnten. Insofern lade ich Sie ganz herzlich ein, diesen Online-Fragebogen auszufüllen. Sollten nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Sieht relativ komplex aus. Die Fragen sind aber
optional. Das heißt, wo Ihnen eine Frage zu schwierig erscheint, können Sie gerne einfach weiterklicken. Jede Antwort hilft uns auf jeden Fall und wird bei der weiteren Projektgestaltung berücksichtigt. Darüber hinaus findet im Sommer hoffentlich in Präsenz, andernfalls online, ein Stakeholder Roundtable im Rahmen des Projektes statt, bei dem wir dann die interessierten Stakeholder aus Deutschland einladen werden, weiter zum Thema mit uns zu diskutieren. Davon hören Sie dann im Newsletter oder auch persönlich von uns per E-Mail später mehr. Genau, und generell bleiben Sie gerne mit uns in Kontakt über die Website, über Twitter oder auch persönlich per E-Mail. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle erstmal von meiner Seite für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns dieses Thema ein bisschen besser zu beleuchten. Wir wären damit am Ende. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wenn Sie möchten, können wir gerne noch ein bisschen im Call bleiben und Fragen besprechen. Ich sehe, im Chat sind, glaube ich, schon die ersten aufgetaucht. Ich schaue gerade mal. Genau, erste Frage, die ich vielleicht kurz vorlese. Kann sichergestellt werden, dass nicht nur low-hanging fruits geerntet werden, die später in einen Login führen, Zielbezug der Maßnahmen? Das also, um den ersten Teil der Frage mal aufzugreifen, low-hanging fruits, das hatte ja auch Paolo Sonvia, der Projektkoordinator, schon erwähnt. Das ist genau so ein bisschen die Herausforderung, der sich das Projekt stellt, zu schauen, wie kann man das Ambitionslevel so ein bisschen steigern, um quasi von singulären Sanierungsmaßnahmen hinzukommen zu umfassenderen Sanierungsprogrammen. Wie das sichergestellt wird, da würde ich mir jetzt keine Antwort erlauben, aber das ist definitiv was, was auch im Projekt diskutiert wird und wo diese On-Bill-Programme potenziell ein Ansatzpunkt sein können, weil sie eben so viele Akteure zusammenbringen und die Finanzierung quasi weg vom einzelnen Haushalt hin zum EVU oder hin zu einer Finanzinstitution oder einem anderweitig interessierten Investor leiten. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite an Frau Hector oder an mich? Genau, Paulus und wie er schreibt, it's up to the utilities not to pick the low-hanging fruits. Kurzer Appell an alle. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann nochmals Dankeschön von unserer Seite und haben Sie einen schönen Tag. Füllen Sie gerne den Online-Fragebogen aus und melden Sie sich jederzeit auch später, falls Sie Fragen haben, falls Sie Interesse sind am Projekt haben etc. Und Sie werden auch von uns hören mit kommenden Aktivitäten. Das Projekt läuft ja noch ein Jahr. Vielen Dank und schönen Tag noch. Tschüss.